willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Reality auf der Grünfelder Land. Oh, neuer Tag, neues Glück, Herr Cortes. Ja. Was machen die Bäume? Fertig. Ja, ist schon alles entastet. Da hätten wir noch ein paar Bäume. Okay, mach ich. Achtung! Ich warte mal lieber, bis sie fertig sind. Hm? Ich warte lieber, bis sie fertig sind. Besser so. Halt. Ja. Und den hier glaube ich noch. Umfeld. Gut. Was soll denn das hier? Scheiß Frontlader. Ich weiß schon, weshalb ich eigentlich wollte, dass jemand den Hacker kauft. Irgendwie fühlt sich keiner in der Lage, das Ding zu betreiben. Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt hängt mein LS. Alter. Ich krieg ja gleich Kinder, ne? Geht nichts mehr. Aufnahmeprogramm hängt. Scheiße. Spiel hängt. Ah ne, Moment, jetzt sind wir gerade plötzlich auf 3 Minuten Aufnahmezeit gesprungen. Bin mal gespannt, ob sie es gleich wieder fängt. Okay, wir stehen im Anhänger. Mach ich immer so. Ja, ist normal. Solche Probleme hatte ich jetzt über ein Jahr nicht während Aufnahmen. Da ist irgendwie der Wurm drin, ey. Sind sie schon wieder arbeitslos? Ja. Ach, und der doofe Stamm hier, der will auch nicht. Dann hätte ich noch einen anderen Job. Und zwar Feld 109 müsste noch gedüngt werden. Ja, okay, dann muss ich erstmal wieder zum LU-Hof hochfahren. Sind wir mit dem Auto da? Nee, ich bin mit dem Träger da. Also, aber keine Pflegebereifung. Muss ich gucken, ob wir einen in der Halle stehen haben, sonst wechsle ich eben schnell die Reifen. Ja, fällt mir nämlich gerade auch was ein. Muss deinen Chef nochmal anrufen. Ja, gut. Dann mach das mal. Danke, tschüss. Da fällt mir gerade ein, dass ich nochmal nachfragen muss, was denn mit meiner Werkstatt ist.
Och Mensch. Tschüss. Hallo, hier ist der Neumann. Oh, Volker hier. Servus. Ja, moin. Ja, moin. Was ist denn eigentlich mit meiner Werkstatt jetzt? Was haben die Ermittlungen ergeben? Oder ja, was passiert damit? Bin ich Polizist? Ja, krieg ich Schadensersatz? Bestimmt. Hab ich ja noch nicht. Wann? Ja, keine Ahnung. Ich habe auch anderes zu tun. Ja, ist. Ich hab's bei der Gemeinde angezeigt. Ich will halt einfach mal wissen, was da los ist. Bisher liegt das auf den nicht angeschauten Stapel. Ja, so wie es halt bei der Behörde so ist, ne? Ist halt so, ja. Aber ich muss jetzt extra jemanden zu dir, also ich muss jetzt extra deinen Mitarbeiter wieder zu dir schicken, damit er Geräte holt, weil er meine dich umrüsten kann. Das muss mich dann natürlich auch wieder mehr kosten. Der muss düngen. Ja, da kommt Schadensersatz bestimmt. Ja, bestimmt. Aber wenn du schon mich anrufst. Ja. 3.700 bitte. Wie viel? Steuern. Wie viel? 3.700. Zwei oder drei? 3.700. Gleich noch ein Auftrag hinterher, Pflanzenschutz auch, Feld 109. Bitte. Auftrag, jetzt. Ja. Dein Mitarbeiter hat schon 3,7 waren das. 3,7, ja. 2. 3. Ach, bin so schwer vom Begriff. dein Mitarbeiter hat mir jetzt im Wald geholfen. Und der macht das jetzt mit der 109. Der macht jetzt beide 109 Dünger und dann bräuchte ich aber auch noch Pflanzenschutz. Ja, das kann er ja danach machen. Ich habe dafür gerade keine Zeit. Ja, wenn das zeitlich passt. Also ich muss erstmal eine Auslieferung zum Racex machen. Vorher geht gar nichts. Was braucht denn der? Ja, der hat gestern Abend noch Dünger und Saatgut bestellt. Er wartet halt, ne? Ja, dann Tschüssikowski. Ja, tschüss. Ja. Ach, was ist denn heute los, ey? So der Wurm drin, ey. Dann kriege ich den da komplett hoch, das wäre ja optimal. Jo. Oder zumindest so, dass ich ihn irgendwie da reinbekomme. Ja, hallo. Reingequetscht. Och ja.
Heute ist aber richtig der Wurm drin, ey. Ich gehe mit dem Mausrad, ich scroll mit dem Mausrad und es hängt. Das kann doch nicht sein. Das ärgert mich heute ein bisschen. Nervig, nervig und langwierig ist es heute. Mit dem Holz, das hat man schon mal besser. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn mich das hier jetzt weiter so nervt, dann kaufe ich mir einfach den doofen Hacker. Nächste Woche. Und dann haben die Leute halt Pech gehabt. Dann verdienen die halt nichts an mir. Weil dann habe ich die nächste notwendige Produktion, die ich brauche, selber gekauft. Dann hat halt die Gemeinde Pech gehabt.
kann man gucken, wie viel da schon wieder drin ist. Hm, nicht so viel. Ja, 20k nochmal. So, aber ja. Das war's dann schon wieder für heute. Für eine weitere Folge. Real Farming LS19 meets Reality. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für die Kraftausdrücke. Nervt mich einfach, wenn es hängt. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.